Und jetzt bitte ich die Frau Bürgermeisterin, Frau Goldmann, um das Grußwort der Stadt Leverkusen. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, hier können noch Plätze eingenommen werden. Sehr geehrter Herr Nietzsche, sehr geehrter Herr Weigand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Stadt Leverkusen begrüße ich alle Gäste, die zur alljährlichen Gedenkveranstaltung hierhin nach Leverkusen gekommen sind, um am Tag der Heimat an das Schicksal der Vertriebenen zu erinnern, sehr herzlich. Mein besonderer Willkommensgruß gilt den Vertretern der Landsmannschaft Ost- und Westpreußen, der pommerschen Landsmannschaft, der Landsmannschaft Schlesien, der sudetendeutschen Landsmannschaft, der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der Landsmannschaft der Siebenbürgen Sachsen. Das Mahnmal Ostdeutsches Kreuz, Friedensstein, an dem wir uns in jedem Jahr versammeln, um der Toten und Vertriebenen zu gedenken, ist eine von weit über 1000 Gedenkstätten, von denen die ersten bereits wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der ganzen Bundesrepublik errichtet wurden. Ergänzt wird das 1950 errichtete Ostdeutsche Kreuz, auf dem nur schlicht geschrieben steht: den Toten der ostdeutschen Heimat, der aufgestellte Friedensstein 50 Jahre nach Kriegsende. Ich finde, dass diese beiden Monumente auf ganz eindrucksvolle Weise deutlich machen, welch schweren Leidensweg die Menschen, ob junge oder alte, Kinder, Männer und Frauen bei der Vertreibung aus ihrer Heimat gehen mussten. Die Überlebenden mussten mit der Trauer um unzählige Menschen fertig werden, die damals gewaltsam durch Erschöpfung, Hunger oder Krankheit auf den Drecks Richtung Westen ins Leben gekommen sind. Sie mussten den Verlust der Heimat verschmerzen und sich in einer ganz neuen Umgebung ein neues Leben aufbauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Tag der Heimat wird in ganz Deutschland traditionell mit Festveranstaltungen und Kranzniederlegungen der Opfer gedacht und an das schwere Schicksal erinnert, das Millionen von Menschen als Folge der größenwahnsinnigen nationalsozialistischen Eroberungspolitik erleiden mussten. Der Tag der Heimat will aber auch, und so haben es die Heimatvertriebenen selbst in ihrer im Jahre 1950 verfassten Charta festgelegt: Vertreibung auf der ganzen Welt als Mittel der Politik ächten, er ruft zur Versöhnung, zum Bau eines einigen europäischen Hauses und zur Verständigung zwischen den Staaten, den Völkern und Volksgruppen auf. Diese Geste der Versöhnung war für die friedliche, demokratische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland immer von höchster Bedeutung. Viele Menschen, gerade aus den Reihen der Heimatvertriebenen, haben zu denen gehört, die nach dem Fall der Mauer partnerschaftliche Beziehungen zu den Menschen in ihrer ehemaligen Heimat aufgebaut haben. Dafür sind wir Ihnen dankbar. Die Bundesregierung hat vor wenigen Tagen wichtige Voraussetzungen zur Realisierung
für die geplante Vertriebenenausstellung in Berlin geschaffen. Das Deutsche Historische Museum soll Träger der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung werden und die Ausstellung konzipieren und realisieren. Das Vorhaben muss nur noch vom Bundestag beschlossen werden. Diese Ausstellung wird das schaffen, was Sie, die Heimatvertriebenen, schon seit Jahrzehnten tun. Sie erinnern an erlittenes Unrecht und Leid, jedoch ohne Gefühle der Rache und Vergeltung, sondern mit dem Blick auf die Versöhnung zwischen den Völkern. Ich danke Ihnen.